So, ich mach mal wieder an. Horem von einer anderen Seite. Ich bin hinterm Bahnhof, komme in Meisenberg herunter. Hier geht es nochmal zum Gewerbegebiet Josef-Bitschner-Straße. Nicht die allerbeste Adresse. Und hier über die Brücke, über die Bahn. Gucken wir mal hier runter, da ist der Bahnhof Horem. Und hier geht's. Hier geht's nach Köln. Erst nach Königsdorf und dann Richtung Köln weiter. Ich fahre die Josef-Bitschner-Straße hinunter. Es ist ganz schön, hier runter zu fahren. Denn es geht wirklich runter, aber heute ist Gegenwind. Der Wind bläst ordentlich. Wir sehen hier rechts die Bahn, da fährt wieder eine. Regionalexpress. Das ist aber eine ganz interessante Strecke hier, der Bahnhof Horem. Wir sehen da drüben den Parkplatz im Gleisdreieck. Voll, bis auf den letzten Platz. Guckt euch das an. Ja, der Bahnhof hier ist ja der sogenannte Bahnhof des Rhein-Erft-Kreises. An der Bahnlinie von Köln nach Aachen und als S-Bahn-Station Köln-Düren. Und dementsprechend stark ausgelastet sind hier alle Parkplätze und die Infrastruktur. Auf der linken Seite hier das ehemalige grüne Warenhaus, heute eine Moschee im Entstehen. Deutsch-Arabischer Kulturverein sitzt hier und wir fahren auf den Bahnhof zu. Gegen die Sonne. Ich hoffe, man sieht überhaupt irgendetwas. Hier ist die Radstation Horem. Etwas futuristisches Gebäude, aber schön. Der fährt einfach raus. Nee, doch nicht. Brücke über die Josef-Bitschner-Straße. Hier. Und rechts der neue Bahnhof. Ein Ökobahnhof, ein grüner Bahnhof. Selbstversorgend mit Energie. Ganz neu. Das alte Gebäude wurde ja abgerissen. Vor etwa einem Jahr, noch nicht so lange her. Das neue Gebäude steht schon. Ich fahre jetzt Richtung Innenstadt. Hier runter, das ist die Josef-Bitschner-Straße, die Bahnhofstraße heißt die hier. Was kaufen in der Stadt. Jetzt links rüber. Schön, ich habe grün. Gucken, ob ich auch. Hier bin ich vorhin schon mal gefahren, da bin ich aber von rechts gekommen. Deswegen mache ich jetzt hier aus. War ja schon mal hier.